In diesem Video geht es darum, wie du in der heutigen Zeit trotz der angespannten Zinssituation trotzdem noch richtig gute Finanzierungskonditionen hinbekommst. Und ganz am Ende des Videos verrate ich dir einen Trick, wie du komplett ohne Zinsen zu bezahlen ein Objekt kaufen kannst. Letzte Woche war ich ja in Berlin, bin jetzt gestern Abend zurückgekommen und habe dort mich mit dem einen oder anderen Bauträger getroffen, verschiedene Projekte besprochen und wegen 7plus mit einigen potenziellen Kunden auch wieder kommuniziert, Investoren, die ihre Ankaufsprofile hinterlegen wollen und so weiter. Berlin ist für mich immer so ein Network-Hub. Das Beste an der Stadt ist eigentlich das, wenn du in Berlin wohnst, musst du eigentlich nur abwarten, bis der Entscheider, mit dem du sprechen möchtest, nach Berlin kommt. Weil in Berlin ist jeder, der was zu melden hat, der ist eigentlich so einmal im Monat in Berlin. Deshalb ist Berlin eigentlich in Deutschland fürs Networking der Place to be. Und Corona ist wieder auch vorbei, die Stadt lebt wieder ein bisschen auf. Es sind viele so Touristen auch da wieder, habe ich gemerkt jetzt. Also viele Amerikaner auch und so weiter. Jetzt fahren wir hier gerade auf der A81. In die Stadt rein, nach Stuttgart, schauen uns ein Objekt an, das potenziell angekauft wird und überlegen uns genau, wie wir es finanzieren, wenn wir es kaufen. Weil aktuell sind ja die Zinsen relativ hoch. Das heißt, du hast eine höhere Belastung wie früher. Also vor einem Jahr noch oder einem halben Jahr waren teilweise die Zinsen bei 0,9%. Jetzt habe ich schon von Angeboten gehört, da lag der Zins bei 3,5 oder 4%. Und das ist halt nicht 3% mehr, sondern das ist halt einfach das 3- oder sogar das 4-fache. Das muss man sich halt mal überlegen, was das für einen Impact haben kann auf den jeweiligen Käufer oder auf dich auch, wenn du was kaufst. Und wir haben halt einen Weg gefunden, wie wir trotzdem noch relativ günstig finanzieren können. Also wenn wir finanzieren, der schaut folgendermaßen aus. Es ist so ein bisschen mehr. Es ist nicht Expert komplett, würde ich sagen. Es gibt so einen Expert-Move auch noch, aber den erzähle ich dir danach. Aber jetzt erst der erste Move, so ein bisschen so intermediate, so fortgeschritten. Das ist eine variable Finanzierung, heißt das. Du trägst eine Grundschuld ein auf das Objekt. Hast die Sicherheit für die Bank, das gleiche Objekt, ja, und kannst der Bank dann die Sicherheit bieten und das Ganze mit einer variablen Finanzierung auf Euribor-Basis machen. Das ist dann zum Beispiel Euribor plus 1,5 oder Euribor plus 2,5 oder so, je nachdem, wie deine Kondition halt, die du verhandelst, ist. Das heißt, der Euribor kannst du dir den Index anschauen plus diese Zahl, welche du verhandelt hast, ist eben deine Rate, die du bezahlst. Genau, umso besser die Bonität, desto niedriger der Zuschlag auf den Zins, umso besser die Bank dasteht, glaube ich, ist es auch so. Ich habe das noch nicht ganz durchblickt, aber umso besser die Bank dasteht und umso weniger sie aufs Geschäft angewiesen ist, desto schlechter die Kondition, habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Risiko ist, dass der Zins steigt. Langsam, aber sicher ist kein Problem, aber wenn er schießt, hast du auf einmal einen höheren Zinssatz, der deutlich höher ist als vorher. Das kann man absichern mit dem sogenannten Zinscap. Da kannst du zum Beispiel auch noch sagen, okay, Euribor plus 2,5, Zinscap bei einem Effektivzinssatz von 4%. Und dann geht es da nicht drüber, wenn du es zu Sonderkonditionen machst. Das werden wir noch vom LKW überholt. Wenn du es zu Sonderkonditionen machst, dann mit so Euribor-Sachen, die gecapped sind, dann hast du natürlich eine höhere Zinsbelastung auch wieder. Umso mehr Sicherheit, desto mehr Zinsen und so weiter. Aber da gibt es ein paar Flexibilitäten, wo man sich einbauen kann. Was gibt es noch für eine Möglichkeit? Es gibt die Möglichkeit, wenn du abbezahlte Bestandsobjekte hast, dass du die als Zusatzsicherheit hinterlegst, dann hat die Bank mehr Sicherheit noch als das Objekt, was du kaufst. Und dadurch, dass die Sicherheit doppelt so groß ist wie das Objekt, welches gekauft wird, ist die Bank auch bereit, eine geile Kondition zu machen. So. Aber dann ist halt die Kondition also gut, aber dafür die Sicherheit verplant. Ja. Das musst du überlegen, dir, ob du das machen möchtest. Denn jetzt gibt es noch das Next Level. Das ist so ein Pro-Level, dass nicht mal ich mich getraut habe bis jetzt. Also das ist schon nicht so einfach. Also was ist nicht so einfach? Es ist schon einfach, hört sich auch leicht an, ist auch leicht, aber es ist nicht einfach psychisch
dem Ganzen standzuhalten. Ja. Also als Beispiel, Investor Hans-Peter oder Franz, wie auch immer, kauft ein Ding, ein Objekt, eine Wohnung, ein Haus, ein Grundstück, ein irgendwas und räumt ein längeres Zahlungsziel ein als üblich, zum Beispiel 3 Monate. In der Zwischenzeit findet er einen Exit Case heraus und reserviert es oder macht einen verbindlichen Exit auf Papier, bringt er den, obwohl er den Kaufpreis noch nie bezahlt hat, wo er eingekauft hat. Das machen auch beispielsweise manchmal Bauträger, die kaufen ein Grundstück an, tun über die Vorverkaufsquote quasi dann Vorverkäufe nachweisen und bekommen danach dementsprechend das Geld von der Bank. Und ja, zum Beispiel ja von meinem Beispiel eben, kaufst du Wohnung an, versuchst den Schlüssel zu bekommen beim Notartermin mit einer Sondervereinbarung, kannst schon renovieren währenddessen und musst den Kaufpreis aber noch nicht bezahlen. Aber wenn du bezahlen musst, hast du schon einen Käufer parat in der Hinterhand, der verbindlich reserviert hat, da gibt es Mittel und Möglichkeiten, das zu tun. Und dann weißt du quasi irgendeinem Investor nach, der sehr liquide ist, das kann eine Bank sein, mit der Bank musst du schauen, ob es klappt, oder eine Privatperson, da zeigst du einfach hier, ich habe eine Wohnung für 220.000 reserviert von einem Kunde, die wird renoviert oder ist schon renoviert, perspektivisch zahlt er den Preis, in 3 Monaten ist das Geld auf dem Konto, ich muss allerdings den Kaufpreis noch bezahlen in Höhe von 150 und 20.000 renovieren. Und jetzt müssen wir quasi diese 170.000 Euro eben anfallen, kurz zwischenfinanzieren für 3 Monate, weil der Exit ist ja eh schon gesichert. Und dann wird quasi im Nachgang über eine Gewinnbeteiligungsregelung oder wie auch immer die Vergütung von der Verzinsung geregelt. Das heißt, du zahlst effektiv eigentlich keine Zinsen und verpflichtest dich zu keiner monatlichen Rate. Nur im Erfolgsfall, also wenn es geklappt hat, kriegt halt der Geldgeber einen Batzen ab. Und das ist meiner Meinung nach High Risk, aber dann kannst du, wenn du gut und ausgefuchst bist, kannst du da einen Deal machen, ohne dass du eigenes Geld einsetzen musst. Aber natürlich, wenn es nicht klappt, dann hat es halt seine Konsequenzen. Zu guter Letzt noch der Trick, wie du komplett wirklich gar nichts bezahlen musst an Zinsen, wenn du ein Objekt kaufst, eine Immobilie. Und zwar geht das eigentlich relativ einfach. Und zwar, du bezahlst einfach bar. Genau. Und was sagt das wieder aus? Cash is King. Definitiv. Jetzt wird es den Leuten wahrscheinlich mal bewusst, wenn die 110% Finanzierung nicht mehr so einfach sind. Cash is einfach King. Also die anderen Sachen, da muss man halt gucken, wie weit man gehen kann, wo ich gesagt habe. Aber es ist definitiv möglich. Es gibt Leute, die machen das so, die ich kenne. Und wenn es rund läuft, gibt es keinen Stress. Wenn es nicht rund läuft, gibt es Fettstress. Ja. Weil umso mehr Risk, also die Optionen könnt ihr euch immer mal überlegen, umso mehr Risk, desto mehr könnt ihr natürlich auch auf die Schnauze fallen. Aber wenn es halt klappt, kannst du auch mehr verdienen am Ende des Tages. Stress ist so ein Faktor, den man sich ins Haus holt, wenn man solche Deals macht. Überleg dir gut, was ist für dich wichtig, was bedeutet Work-Life-Balance für dich. Also für mich bedeutet Work-Life-Balance zum Beispiel, dass ich flexibel bin, dass ich meine Freiheiten habe und trotzdem aber so den einen oder anderen Deal mache. Aber ich will jetzt halt auch nicht übertreiben mit dem Risiko. Also es gibt Leute, die haben so ein heftiges Risiko, haben ein Rad am Drehen und verdienen natürlich auch viel, viel mehr als ich jetzt. Aber ich habe halt viel mehr Freiheit und Flexibilität, was am Ende des Tages mir dann halt schon einiges bedeutet. Und da muss jeder für sich entscheiden, wie er weitergehen möchte und was sein persönliches Ziel ist. Dementsprechend überleg dir gut, worauf du dich einlässt, weil einfach kurz wieder raus ist oftmals nicht. Es gibt immer noch einen Schweinezyklus, heißt das manchmal. Das heißt, du musst den überstehen, diesen Zyklus, bevor du wieder raus bist. Also der Klotz am Bein sollte nicht so groß sein, definitiv. Dass man immer noch schwimmen kann, ohne dass er dich runterzieht.